Moin, ihr Lieben, und willkommen zum neuen Video. Ich habe heute meine Haare einfach on point, weswegen ich mir dachte, ich setze mal die Mütze auf. Aber darum soll es gar nicht gehen. Es soll auch nicht um meine Diät heute gehen, sondern darum, dass wir was Leckeres zu essen machen. Fleisch natürlich. Feinste deutsche Ribeye-Steaks von Bio Fricke, die habe ich mir extra dort bestellt und gestern am Freitag auf dem Markt abgeholt. Das ist so irgendwie insgesamt 1,1 Kilogramm, drei Stücke wie gesagt. Nachher kommen Ali und Marcel vorbei und dann wollen wir uns die Dinger mal einverleiben. Ja, dazu mache ich ganz unaufgeregt einfach ein paar Karotten, die schäle ich gleich, die sind vom Markt und dann koche ich sie im Ganzen und will sie danach rösten. Keine Ahnung, ob das klappt, wir werden sehen. Und einfach ein paar Kartoffeln, ganz easy peasy. Wisst ihr, das Ding ist, ich bin ganz okay da drin, mal einen Burger zu machen, mal ein Steak zu braten oder sowas. Aber so gut wie ich das hinkriege, umso beschissener kriege ich es hin, mehrere Dinge gleichzeitig zu machen, das Timing hinzukriegen und solche Sachen auch anzurichten. Ich weiß überhaupt nicht, was das hier heute für ein Ergebnis werden wird in diesem Video, aber ich wollte einfach mal versuchen, ein schönes Stück Fleisch, ein gutes Steak und ein bisschen Beilagen und so ein bisschen schick, ja. Ich habe keine Ahnung, ob mir das gelingt, wir werden sehen. Ja, ich bereite Steak eigentlich immer super, super simpel vor, ja. Das sind jetzt Ribeyes, da mache ich nicht viel dran. Da mache ich ein bisschen Öl drüber, habt ihr gesehen, damit das nicht direkt am Rost alles festbappt. Wenn ich eine Plansche nehme für ein bisschen mehr Kruste, dann würde ich tendenziell Butterschmalz auf die Plansche machen. Aber heute nehme ich das Rost und deswegen öle ich die einfach ein bisschen ein und mache ein bisschen Salz drüber. Das war's eigentlich schon. Ich mache jetzt gleich den Grill heiß. Der braucht so, ja, tatsächlich 20, 25 Minuten, bis er wirklich auf der Temperatur ist, die ich haben möchte. Und dann kommen die drauf, ich sag mal was, 2 Minuten pro Seite tatsächlich nur. Und dann sollten die eigentlich schon von außen so viel Röstaromen haben, dass ich sie oben drauflegen kann. Seitliche Brenner nur noch an, den Rest aus und dann sollen die einfach auf Kerntemperatur ziehen. Wollen wir mal gucken. Timing ist wieder so eine Sache, ne? Ich muss den Ofen ready haben, weil da kommen die Kartoffeln rein. Ich muss das mit den Möhren irgendwie hinkriegen. Puh, das wird spannend, sage ich euch. Leute, ich bin wirklich der schlechteste YouTuber ever. Da filme ich noch, wie ich das Fleisch schön schneide, filme sogar noch den Teller und dann ist vorbei. Ja, nicht mal, wie ich ins Fleisch beiße oder wie wir essen oder Stimmen der Gäste. Gar nichts habe ich mir für euch eingefangen. Ich bin ja, ich habe es ja vorhin schon gesagt, timingtechnisch echt schlecht. Ne? Das heißt, ich habe das eigentlich ganz gut hingekriegt. Also die Kartoffeln waren ready, die Karotten hätten ehrlich gesagt länger kochen müssen. Das war nicht so geil, die waren noch ein bisschen zu bissfest. Dann habe ich das Steak reingeholt, habe das geschnitten, wie ihr ja gesehen habt. Und
dann hätten wir halt essen müssen. So, dann musste auch noch das Brot geschnitten werden und ach, keine Ahnung. Also am Ende des Tages war es alles nicht ganz so richtig optimal heiß, wie es hätte sein können und sein sollen. Aber naja. Steak an sich, Ribeye, das ist ja, wie gesagt, von Bio Fricke. War lecker. Und ihr habt es ja gesehen, dass ich es auf dem Rost gemacht habe. Dadurch natürlich keine richtig krasse Kruste, ja, sondern dadurch eher das, dieses Rautenmuster, sag ich mal. Was mir auch nicht so perfekt gelungen ist, aber alles in allem war das ganz cool. Schön zart, schön intensiv vom Geschmack, deswegen mag ich Ribeye auch so gerne. Aber ich hatte tatsächlich auch schon Besseres. Ich habe es aber auch schon selber besser hingekriegt. Auch auf der Plancha, wie gesagt, ist das mit einer Kruste immer ein bisschen geiler. Ja, war aber trotz alledem wirklich, wirklich lecker, wirklich, wirklich gut. Ich werde mal versuchen, in nächster Zeit hier öfter solche Videos zu machen. Werde dann auch mal versuchen, noch ein bisschen mehr davon einzufangen. Aber fürs Erste war das mein erstes Steak-Video. Wobei, ich habe schon mal was vom Flank erzählt und so weiter. Aber naja. Schreibt mir auf jeden Fall rein, wie es euch gefallen hat. Ansonsten sage ich besten Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Video. Peace.